Wir waren heute im Hostel in Flora, von gestern zu heute. Guten Morgen. Also wir verlassen jetzt Beirat, fahren heute an die Küste nach Flora, damit wir wieder ein bisschen mehr sehen. Genau, waren zwei schöne Tage. Heute früh gab es noch ein dickes Rührei. Genau. Was soll ich sagen? Frohes Strample, Daddy Säge. Das wäre ein Radweg hier rechts neben uns. Und wir trauen uns nicht da drauf zu fahren, weil es ja der erste Radweg in Albanien. Oder nicht. Machen hier gerade Mittagspause, kurz vor 4 Uhr. Kam gerade so ein netter Dude vorbei und hat uns zwei Orangen und zwei Mandarinen geschenkt. Sehr nett. Platt. Müsste jetzt das 7. Mal sein, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist schon gar nicht mehr. Ich glaube, es ist das 7. Mal. Was soll man dazu noch sagen? Ist ja fast schon Routine, Alltag. Also, mein Reifen ist wieder belüftet. Jetzt sollten wir gerade unsere Sachen packen und weiterfahren. Noch keinen Zentimeter weiter. Es ist Marias Reifen auch platt. Der erste. Mein erster Platten. So. Der andere Reifen wurde auch gepflegt. In unserem Wunsch-Campingplatz werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr ankommen. In was? Flora war es? Wir wollten eigentlich heute wieder ins Meer kommen, aber in dem Fall morgen. Wir haben uns jetzt hier ein Zimmer gesucht und suchen jetzt gerade die Unterkunft. Genau. Schon 10 nach 10. Wir müssen langsam los. Unser Typ vom Hotel hat gestern gesagt, man solle so um 10, halb 11 auschecken. Ja, und heute haben wir ja auch nicht so weit. Da draußen stehen unsere Fahrräder. Hoffentlich mit Luft. Ja, stimmt, hoffentlich mit Luft. Und dann soll es heute nach Flora gehen. Das ist 40 Kilometer von hier. Also ganz entspannt. Aber wir haben auch noch nichts gefrühstückt. Der Magen knurrt. Wir gehen jetzt mal los und gucken, was es bei der Bäckerei so gibt. Wir haben jetzt gerade so ein Burek mit 4 Käse geholt zum Frühstück. Noch ein Käsebrot zum Frühstück. Jetzt haben wir uns entschieden, den gerade noch Mittag mitzumachen. Das ist eh, wie gesagt, schon 11 ist, machen wir jetzt Mittag und dann können wir durchfahren. Bis wir da sind, in 2 Stunden. Griechenland. Hi. Ach, wie windig heute. Hey, kommen schon die dicken Wolken für morgen, für den Regen.
Wir sind jetzt das letzte Dorf gefahren vor unserem Campingplatz. Hier im gruseligen Wald steigt unser Campingplatz auf sich. Und direkt am Wasser eigentlich auch. Wunderbar. Sind wir wirklich hier lang? Wir latschen hier mitten durch den Wald. Um wieder zu unserem Campingplatz zurückzukommen. Aber vorhin sind wir zum Schluss doch auch nicht mehr über solche Hügel gelaufen, oder? Oh. Weiter nach rechts gelaufen. Super. Also, falls jemand diese GoPro findet, neben einer Leiche, hier spricht Maria und Christopher Schmädicke. Wir hatten tolle 2 Monate. Ah doch, hier bist du vorne, glaube ich, an dieser Dorne hängen geblieben. Wir sind schon da, kommen aber von einer ganz anderen Richtung als vorhin. Nee, ist egal. Ah doch, unsere Fahrradtaschen leuchten. Juhu. Das Trampolin, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Campingplatz. Ist trotzdem ein bisschen gruselig, weil hier keine Menschenseele ist. Außer wir. Und der Campingplatz hat geschlossen. Aber naja. Irgendwie auch romantisch, oder? Morgen. Da hinten an der kleinen Ecke ist es noch ordentlich am Gewittern. Ich glaube, da auch ein bisschen. Jetzt hat es gerade geblitzt. Oh, seit 12:30 hat es angefangen. Regen war jetzt eher etwas verhalten. Aber es hat schon ganz schön gepoltert heute Nacht. Ja. Aber vielleicht haben wir ja wenigstens Glück und können bei trockenem Wetter zu unserer Unterkunft fahren. Heute geht's nur bis zum nächsten Hostel. 20 Minuten Fahrzeit. Gruselig. Günstig. Ja. Ich habe vorhin gesagt, der Regen ist ja nicht so stark. So. Oh. Wir haben jetzt eine kurze Regenpause. Haben wir gedacht, das nutzen wir. Hoffentlich hält sie so lange wie möglich, am besten bis wir in unserem Hostel sind. Wartet, dass es ein bisschen doller regnet, damit viele Spaß macht. Aber weiter. Genau. Also ich bin komplett nass.
wunderbar. So, Freunde der Sonne, wir sind hier im Hostel, aber haben natürlich unser eigenes Zimmer. Ist nicht so, als würden wir nicht in einem großen Bettenlager mit pennen, aber tatsächlich war es günstiger als zwei Einzelbetten. Deswegen haben wir uns ein eigenes Zimmer gegönnt. Es ist praktisch, dass wir hier über unsere Sachen verteilen können, denn tatsächlich ist, ja gut, das ist ein Geschirrtuch, aber alles ein bisschen nass geworden, bis auf die Unterhose, die da hängt, das ist natürlich jetzt nicht so. ja, aber es trocknet halt auch ehrlich gesagt nicht so gut hier drin, was ein bisschen Schäse ist, weil wir morgen ja weiter wollen. Mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht andere Kleidung anziehen. Das ist eine Idee, nur die Schuhe, die sind dann halt nass. Ich hätte noch Flipflops zur Alternative. Ja. Wir waren heute im Hostel im Flora, von gestern zu heute. Da sitzt der Big Boss vom Hostel. Ja, Bella, Bella. Jetzt rennt sie weg. Heute ist wieder strahlendes Wetter, heute geht es weiter. 700 Meter hoch Richtung Himare. Die halbe Strecke machen wir heute bis auf den Berg hoch und morgen dann wieder runter. Genau. Super Hostel, kann ich sehr empfehlen. Heute früh habe ich hier noch einen hagenauerischen Schnaps entdeckt, der da steht. Und jetzt gerade noch den Typen dazu kennengelernt. Also Deutsche sind hier auch viele unterwegs. Genau. Geht los, da sitzt der Bus wieder. Und der muss man erstmal vorbei. Ganz wichtig bei so viel Sport. Die kommt wieder. Schon die dicken Berge. Ich glaube, da hinten irgendwo ist dann unserer für heute. 1000 Höhenmeter. Wir fahren 700 hoch und übernachten dort dann auf dem Campingplatz. Machen den Rest morgen früh. Und dann geht's nach Himare an Strand. Genau, so sieht's aus. 10% Steigung bis zum Campingplatz. Aber mal wieder tollste Aussicht. Und jede Menge Tiere. Ganz leicht sehen. Den Wasserdampf, den man atmet hier. So.
Von da unten komme ich gerade. Da hoch will ich. Wie gesagt, schon ganz schön fresh hier. Zumindest erkennt man das am Wasserdampf. Wie man vielleicht an mir erkennt, ist mir alles andere als fresh. Einfach nur anstrengend. Hallo! Also unsere Tagesetappe haben wir so gut wie geschafft. Wir fahren jetzt in den Liurara Nationalpark ein. Mal kurze Entspannung. 2-3 Höhenmeter bergab und auf unseren Campingplatz. Juhu! Genießt es. Komm und folg's mir. Minuten später kommen wir tatsächlich am Campingplatz an. Campingstopp! Die Sonne ist da. Dann das Zelt schön trocknen. Frühstück ist in der Mache. Letzte Nacht war es ein bisschen kalt und nass. Also das Zelt war schon außen nass, bevor wir überhaupt ins Bett gegangen sind. Aber wir sind hier halt auch auf dem Berg. Natürlich nichts Ungewöhnliches. Oh, ja. Hab so semi geschlafen. An sich kann ich mich nicht beklagen, also so summa summarum sind 7 Stunden zusammengekommen. Aber ich war halt ab und zu wach, hier ist so ein doofer Hund rumgerannt und hat die ganze Nacht gebellt irgendwie, warum auch immer. Vielen Dank, dass ich keine Brille beschlägt auch. Ach, jetzt sind wir genau auf 1000 Höhenmeter. Und jetzt geht's runter. Ich habe gerade geguckt, 10 Kilometer lang runter. 10 Kilometer? Das geht halt nur ein bisschen hügelig. Mittagspause. Mit traumhafter Aussicht. Alles schon vorbereitet. Bis ich mal hier hochkomme.
Eat, speed, eat, beat, drink, repeat. Können wir mal machen nachher. Falsche Richtung? Ja. Oh, okay. Und da vorne geht es das erste Mal schön bergauf. Da kommt doch Freude auf. Als würdest du verbrennen gerade. Ja, unter dem Pulli war jetzt bestimmt 40, 50 Grad.